Wir haben ja auch im Januar 1990 noch eine Kofferdemonstration gemacht in Dürerstadt. Ja. Alles mit angedroht, falls die Mauer wieder zumachen sollten, dann wandern wir alle aus. Ja. Ja, wie ging diese Kofferdemo vonstatten? Beschreiben Sie doch mal bitte. Da wurde ein Aufruf gestartet, ja. Alle sollten mit Koffern zum Grenzübergang kommen und symbolisch von Teistum nach Duderstadt laufen. Und das waren Massen, die da gekommen sind, ja. Ja, und dann, also sollten laufen, sind Sie dann auch Ja, gelaufen? wir sind alle symbolisch über die Grenze marschiert, als das war Auswandernden, ne? Und was für Reaktionen gab es auf diese Kofferdemo? Ja, es gab ja keine mehr, diese Grenze ist offen geblieben. Ja. Wir wollten nur schon demonstrieren, dass wir sagen, falls ihr so auf den Gedanken kommt, ja, wir wandern dann trotzdem aus. Ne. Wurden Sie dann auf westlicher Seite von jemandem in Duderstadt empfangen? War da noch etwas? Ja, dann wurde auch der Bürgermeister von Duderstadt, hat die Demonstranten alle begrüßt und so, ja, und die Ansprache gehalten, wie es so üblich ist, ja.